Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir betreten die nächste Ebene. Wir sind jetzt auf Ebene 5? Sind wir schon auf 5? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall begeben wir uns zuerst mal zu dem Geheimraum. Der befindet sich hier. Und, oh nee. Wir werden erstmal... Oh nee! Unsere schönen Seelenherzen werden uns erstmal genommen, indem wir uns dumm treffen lassen, gleich zu Beginn. Es ist 3.24 Uhr nachts, bekommen extrem viel Geld. Was Gutes, denn auf dieser Ebene wird es wahrscheinlich eine Kate geben. Und wir freuen uns über unser Leben. Wir haben das süße Rainbow Baby dabei und das weniger schöne andere. Ach, alle Babys sind gleich hässlich. Oh Gott, ich bin komisch. Ich bin ein komischer Mensch, immer noch. Ja, hättet ihr nicht mit gerechnet, wa? Sag ich auch noch, wa? Zwei Bomben gegen drei. Lohnt sich auf. War da noch eine Kugel? Ich habe sie nicht gesehen. Wegen den Babys. Ihr seid schuld. War da echt eine Kugel? Von was wurde ich getroffen zur Hölle? Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Auf jeden Fall haben wir uns die Bomben geholt. Hören da wieder den TS. Wir hören ihn immer wieder. Haben hier auch einen nervigen Gegner, den wir hoffentlich schnell tot bekommen. Miss Rainbow Baby könnte auch mal ein bisschen mehr machen. Du könntest auch dich mal anstrengen. So, hier ist das Supergeheimraum, in dem bekommen wir ein Leertasten-Item, das wir einmal benutzen werden. Das gibt einen Fliegen und dann werden wir es neu würfeln. Bekommen dafür die Zitrone, die werden wir auch neu würfeln. Denn das ist ebenfalls ein Leertasten-Item, obwohl ich sollte es einmal benutzen, habt ihr mir immer geschrieben. Leertasten-Items, wenn du sie findest, immer einmal benutzen, dann können sie nicht nochmal erscheinen irgendwo später. Und auch anscheinend nicht neu gewürfelt werden. Deswegen, ja, benutzen wir die jetzt ab jetzt. Leertasten-Items, die wir nicht wollen, immer einmal. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee, wenn dem wirklich so ist. Wir gehen mal hier nach unten und finden auch gleich den Bossraum. Oh Gott, oh Gott. Den wir auch zugleich machen werden. Wir sind ja noch nicht auf Ebene von Mutters Fuß, hoffe ich zumindest. Der Joker teleportiert einem zum Teufels- oder Engelsraum. Wir kommen in den Teufelsraum, in dem ich vielleicht erst gehen hätte sollen, wenn, fällt mir das Wort nicht ein. Ich hätte da erst reingehen sollen, wenn mein Dice voll ist. Habe ich nicht dran gedacht. Wir kaufen uns allerdings einen Katzenschwanz. Und wollen wir noch Gabis Po... Nein, ich weiß nicht, wie das sich mit den drei Katzen-Items verhält. Wir haben jetzt einen schon aufgesammelt, hatten es kurz aufgesammelt, haben es allerdings neu gewürfelt. Das ist ein Leertasten-Item. Ich hätte gerne die Katzenform. Ach je, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Können wir nochmal ein Katzen-Item finden? Außer Gabis Paw. Kommen wir vielleicht nach der Ebene hier nochmal rein, dass wir nochmal die Wahl haben. Ich mache erstmal den Boss. Der hoffentlich nicht Mutters Fuß ist. Genau, es ist Piep. Heißt, das ist okay. Du bist okay, Piep. Wir mögen dich. Rainbow Baby, los. Verlangsame ihn. Verlangsame ihn. Ich möchte, dass er verlangsamt wird. Oh, Rainbow Baby, du machst ja gar nichts. Lohn dich. Warum hast du nicht getroffen? Naja, wenigstens hast du das Auge verlangsamt. Das ist doch auch immerhin etwas. Oh, und jetzt hast du ihn verlangsamt. Perfekt. Das ist gut. Nochmal. Zugabe. Verlangsam ihn nochmal. Nein. Doch, bitte. Yes, er ist schon tot. Wir waren extrem schnell. Und da schon wieder Dämonenraum, allerdings. Oh, warum denke ich nicht mit? Ich hätte erst noch einen anderen Raum machen sollen, damit... Er wird weg sein. Ist der Dämonenraum nicht weg, wenn ich den Raum verlasse und wieder reingehe? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich hätte erst noch einen Raum machen sollen davor, damit der Dice vollgeladen ist. Denn der Preis bleibt gleich und man würfelt ein anderes Item neu, was das sein könnte. Bitte, bitte sei noch da. Maudado, denk doch mal mit. Oh nein, er ist weg. Ich bin so dumm. Gürtel will ich nicht. Es tut mir leid, es war reine Verschwendung. Es war Verschwendung. Es war Verschwendung von Gehirnzellen. Ich sollte mal einfach... Aber für manche Sachen hasse ich mich. Naja, egal, wir sollen Alten nicht hinterher trauern. Und ich frage mich gerade, das hat mir jemand auch in die Kommentare geschrieben, was überhaupt das Blue Baby ist. Das soll ja so eine Art lebpolose Puppe, glaube ich, sein, aber... Ja, was stellt es dar? Für was steht es? Also unsere Mutter, das ist ja klar, das ist unsere Mutter. Oder ist es vielleicht gar nicht unsere Mutter? Sondern wir sind unsere eigene Mutter, die uns richtet. Oh Gott, wir haben immer noch keinen Schlüssel gefunden, fällt mir da gerade auf.
Hier wäre auch ein Shop, aber wir haben immer noch keinen Schlüssel. Wir müssen einen Kampfraum, für den wir wenig Leben haben müssen, damit wir rein können. Außerdem finden wir mehr Kisten durch unser Katzenschweif. Hier, guck mal, unser Katzenschweif. Oh. Und, ja gut, ein Schlüssel wäre echt... Oh Gott, ein Arcade. Ein Arcade, in dem wir hier reingehen werden, weil wir dort einen Schlüssel gewinnen können. Oder, oh nein, warum haben wir gerade das hier? Naja, wir können zwei Trinkets mitnehmen, heißt, spielen lohnt sich. Ich hätte doch gerne, jetzt gerade in diesem Moment, einen Schlüssel. Genau den. Komm schon, gib den mir. Du brauchst den doch nicht. Warum gibst du den mir nicht einfach? Nein, bitte gib uns das nicht, wir brauchen dringend einen Schlüssel. Oh Gott sei Dank. Ein Schlüssel ist mir gerade wichtiger. Außerdem, falls wir hier oben Silberherzen gewinnen, ohne Hand. Oh, das ist eine gute Kombination. Die Hand macht, dass alle Kisten, die spawnen, auf jeden Fall rote Kisten sind. Heißt, wir haben extrem oft Chancen auf, also durch unseren Katzenschwanz kriegen wir öfters Kisten gespawnt. Und durch unsere Hand sind sie immer rote Kisten. Heißt, wir können oft Items aus dem Dämonenraum gewinnen. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall. Und doch würde ich hier oben gerne noch, sehr gerne, ein oder zwei Seelenherzen gewinnen. Aus dem Grund, dass es sehr praktisch wäre für den Kampfraum, falls wir unser Geld, also unser Leben ausgeben würden. Um dann später, also unser Geld, unser Leben hier oben ausgeben und dann in den Kampfraum gehen, in dem wir nur können, wenn wir ein Herz haben. Seelenherzen werden da ja nicht mitgezählt, also wäre das recht praktisch. Außerdem, ja gut, durch die Kombination unseres Trinkets plus unseres Item haben wir auf jeden Fall gute Chancen auf Damage-Upgrades. Das ist schon mal eine schöne Zukunft. Wir haben schon das Polaroid bekommen, aber das spawnt doch auch nochmal beim... Ach egal, wir können einfach den Go-To ablegen. Jetzt hätten wir schon mal eine recht gute Ausrüstung. Jetzt ist die Sache, Krebs könnten wir nicht mitnehmen. Da kommt schon die Schlüssel, die wollen wir. Danke, dann können wir jetzt auch erstmal hier weg und uns um andere Sachen kümmern. Wie zum Beispiel diese Kiste, in der wir eine Karte finden. Das Sand deckt die ganze Karte auf und macht Schaden im Raum. Die werden wir auf jeden Fall für die nächste Map mitnehmen, obwohl wir haben doch die Karte. Warum müssen wir das denn machen? Ich weiß es nicht. Und welches Item werden wir jetzt neu würfeln? Naja, wir schauen auf jeden Fall erstmal in den Goldraum rein. Das Polaroid haben wir schon, heißt, wir kommen auf jeden Fall zum Blue Baby, soweit wir es natürlich nur so weit schaffen. Wir bekommen das Vampir-Item, was wir nehmen werden. Killseal. Weil wir einfach das andere Item, die anderen Items noch neu würfeln wollen. Und das Vampir-Item ist halbwegs in Ordnung. Und ja, deswegen würfeln wir lieber die anderen Sachen neu. Zum Beispiel die Zitrone. Wodurch wir noch ein anderes Leertasten-Item bekommen. Das Glas ist alles andere im Raum verlangsamt. Beziehungsweise einfriert. Ich weiß nicht ganz genau, ob friert es ein, verlangsamt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nie wirklich benutzt. Gut, jetzt haben wir keine Neuwürfelungen mehr. Heißt, wir haben ein bisschen was verschwendet. Wir können immer noch Geld ausgeben. Außerdem müssen wir die Karte benutzen, da... Ja, obwohl, die könnten wir in dem Raum dort unten benutzen. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich will eigentlich blaue Herzen gewinnen, damit wir unseren Plan umsetzen können. Ich hoffe einfach, dass durch die Kombination von Item, also habe ich jetzt oft genug erklärt, dass wir auf den nächsten Ebenen dadurch noch genügend Damage-Upgrades bekommen. Ich plädiere einfach mal darauf. Ich hoffe. Mit meinem ganzen Hoffnungszeug. Ja, Hoffnungszeug, ihr habt richtig gehört. Komm schon, ein blaues Herz, das kann doch nicht so schwer sein. Wir haben nicht mal einen schlauen Spruch gewonnen. Judgment, was hast du gemacht? Ach, den Bettler gespawnt. Dir gebe ich eigentlich lieber mein Geld, weil du ein Item spawnen kannst. Komm schon, spawn ein Item. Komm schon, du willst es auch. Ah, komm. Nur eins. Danke. PID, macht, dass alle Pillen gut sind. Das ist doch auch eine nette Sache. Heißt, wir geben unsere letzten drei Pillen noch hier drüben aus. In der Hoffnung, dass wir endlich ein blaues Herz bekommen. Bitte. Nicht den Pin. Ich spreng dich. Ach, verdammt, wir haben auch keine blaue Pille rausbekommen. Kein blaues Herz. Das hätte es sein können. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wollen wir es... Nee, ich will es nicht riskieren. Die Möglichkeit in den nächsten Ebenen, dass es gut endet, ist einfach zu gut. Deswegen nehmen wir jetzt die Sun mit. Ich weiß nicht, ob es dann auch anzeigt, welche Räume oder nur die Karte aufdeckt. Ich werde sie einfach benutzen. Wir nehmen die Sonne mit. Oh, wir haben noch einen Schlüssel. Heißt, den können wir benutzen. Hier drüben.
In der Hoffnung, dass ein Item rausbekommt. Nee, wir bekommen Geld und einen Schlüssel. Oh Gott, jetzt ist die Entscheidung so schwer. Gehen wir nochmal hoch und spielen mit ihm. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Komm, wir spielen mit dir. Willst du es doch auch? Vielleicht gewinnen wir ja bei dir noch Seelenherzen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Außerdem hätte ich gerne mehr Glück bei dem Händler hier. Beziehungsweise ist ja nicht mal ein Händler, das ist ein... Also das ist eher... Die ziehen ja einen immer ab, solche Leute. Beziehungsweise habe ich noch nie jemanden gesehen, der mit Hütchen spielt. Irgendwo. Generell. Nirgends. Gibt's gar nicht. Oh, noch mehr Herzen. Kommt, Herzen wollen wir. Da können nämlich... Ja, ein... Oh, vielleicht noch ein zweites? Kleiner Mann. Wir müssen noch ein zweites geben. Oh, noch ein zweites. Das ist doch etwas sehr Schönes. Und noch ein drittes. In Folge. Das wäre extrem schön. Allerdings glaube ich daran nicht. Schade. Und mit diesen Herzenanzahl würde ich mich, glaube ich, auch in den nächsten Raum trauen. Also in den Raum dort unten trauen. In den Challenge Room. Komm schon. Ein blaues Herz. Ein blaues Herz. Na, verdammt. Nicht die Fliege. Die Fliege mögen wir nicht. Die ist immer gemein zu uns. Vielleicht noch ein drittes Seelenherz. Dann wäre eigentlich alles perfekt. Dann hätte ich gar keine Bedenken, dort in den Raum reinzugehen. Jetzt habe ich noch ein bisschen Bedenken. Aber mit dem Seelenherz, damit wäre ich zufrieden. Und wir bekommen mal wieder nichts. Komm schon. Du willst es auch. Außerdem ist es egal, welches Hütchen man auswählt. Das ist so oder so Zufall berechnet, ob man gewinnt oder nicht. Hat man zumindest mir gesagt. Wenn wir das jetzt noch gewinnen würden, wäre das natürlich auch nett. Aber nein, dem ist nicht so. Wir geben einfach, also wir rennen einfach ein paar Mal gegen den Automaten, bis wir nur noch ein Herz haben. Werden dann anschließend hier dran nochmal spielen. Und werden dadurch natürlich die ganze Zeit eine Fliegenarmee aufbauen, mit der wir dann die ganze Welt überrennen werden. Die ganze Welt mit uns zu Füßen liegen. So, wir spielen weiter. Wir haben außerdem... Ich verstehe nicht, warum manche Fliegen immer da drauf bleiben. Die fühlen sich da wohl wohl. Zwei Schlüssel. Die werden wir später holen. Ich will nicht riskieren, die Herzen jetzt schon aufzusammeln. Sonst wären das nachher verschwendete Leben, die wir zusätzlich auch sammeln. Okay, und von den Fliegen, die dieser Händler spawnen kann, sind wir jetzt auch erstmal geschützt. Hä? Die können uns nichts. Händler, die können uns nichts. Oh Gott, wie viel Geld wir wieder haben. Das in diesem Glücksspiel-Ding kann man echt Ewigkeiten verbringen. Und dann bin ich doch mal gespannt, welche Bosse bzw. welches Item in dem Kampfraum da auf uns erwarten werden. In diesem Kampfraum, wo man nur mit einem Herz reingehen kann, ist eigentlich immer ein gutes Item, was man eigentlich mitnehmen will. Zumindest habe ich noch nie erlebt, dass da ein schlechtes Item ist. Wahrscheinlich ist genau heute ein schlechtes Item drin. So wie ich mein Glück kenne und liebe. So, noch ein Herz. Ich hätte gerne aber noch ein Seelenherz gehabt. Also das ist natürlich auch gut, weil wir danach unsere Leben damit wieder vollfüllen können. Nochmal, noch mehr Herzen. Können wir damit dann unser Leben, sind wir mittlerweile komplett, ja, 4 Herzen könnten wir komplett auffüllen. Gut, jetzt hätte ich gerne noch das Fliegen-Friendly-Item. Genau das, komm schon, bitte. Yes, wir haben es bekommen. Alles perfekt, wir haben ein Kackerhäufchen, ein PID an und jetzt können wir ohne Sorgen in den Kampfraum gehen. Außerdem haben wir noch eine Stärkekarte, die dürfte doch auch noch einiges ändern. Und dann bin ich doch mal gespannt, was uns so im Kampfraum erwarten wird. Außerdem können wir davor noch in den Shop gehen. Denn wir haben eigentlich genügend Geld, dass es sich lohnt. Wahrscheinlich ist eh nur Kree drin. Und wir haben ein Item, bei dem man sich gut überlegen muss, ob man schon mitnehmen will. Denn, ja, es ist, die Kerze ist extrem stark. Allerdings in the Chest, gerade in the Chest, lohnt sich einfach der Dice, den dabei zu haben. Und ja, oh nee. Wir rennen erstmal ein Monster rein, der schon von unseren Fliegen alleine zur Hälfte geschwächt wurde. Außerdem sollte ich doch mal die Stärkekarte benutzen, wenn ich sie schon dabei habe. Die dürfte auch nochmal den starken Unterschied machen. Monstro ist ein Standardgegner. Okay, wir bekommen ein Standardzeug an Gegnern. Einmal Monstro, Larry Junior. Also eine sehr leichte Kombination. Die sollten wir schaffen, ohne getroffen zu werden. Beziehungsweise wurde ich von Monstro ja einfach direkt am Anfang getroffen, weil ich in ihm stand, als er gespawnt ist. Ein HP-Upgrade haben wir bekommen für das Ganze hier. Das hat sich doch gelohnt. Und ich lasse die Kerze da. Der Dice ist einfach zu praktisch. Und ja, ich will ihn behalten. Also nicht, dass ihr in den Kommentaren fragt, warum hast du ihn nicht mitgenommen. Das habe ich jetzt mehrmals erlebt. Der Dice ist einfach zu praktisch. Deswegen. So, wir haben wieder volles Leben. Ein paar Schlüssel. Und dann würde ich sagen, wir sind bereit für die nächste Ebene. Für Ebene, keine Ahnung wie viel. Wahrscheinlich 6, wenn ich das gerade richtig im Gehirn habe. Was war im Supergeheimraum für ein Item? Anscheinend keins, was ich mitnehmen wollte.
Ja, das war das Leertasten-Item. Das war die Uhr. Die Gürtel nehmen wir mit. Warum nicht? Und dann würde ich sagen, auf und in die nächste Ebene. Zack. Hallo, nächste Ebene, von der ich schon wieder nicht weiß, welche Nummer du beträgst. Welche Nummer du beträgst. Ich sollte echt mal lesen, auf welcher Ebene ich mich befinde. Das könnte sonst schlecht enden. So, Desan, du machst Schaden im Raum und deckst die ganze Karte auf. Oh, und es zeigt tatsächlich auch an, wo was ist. Gut, dann gehen wir zuerst in den Geheimraum. Und unser Baby erfreue ich mich. Nee, an dem Fly-Friendly-Item und an dem Babys erfreue ich mich doch jetzt gerade sehr, weil es streut einfach. Da bekommen wir auch schon die erste Kiste, wie angekündigt. Dass die öfter spawnen, ist auf jeden Fall praktisch. Bekommen auch ein paar Münzen. Heißt, ein Shopbesuch lohnt sich und verschwenden hier fast wieder einen Raum. Wäre hier nichts drin gewesen, wäre es echt verschwendet. Und sprengen den blauen Stein mal weg, indem wir wieder eine Kiste finden, in dem eine Super-Troll-Bombe ist. Oh nee. Oh nee. Gut, die hat uns jetzt getroffen, weil ich mich doof angestellt habe. Wäre ich nicht aus dem Raum gegangen, dann hätte sie uns nicht getroffen. Allerdings müssen wir später hier nochmal hin, deswegen habe ich jetzt einfach den Treffer hingenommen. Und gehen dann doch erstmal zum Shop. Das ist der Spielautomat. Ich habe gerade überlegt, was für ein Spielautomat das ist, aber das ist ja klar, was für einer das ist. Das ist nämlich der kleine Mann, dem wir vielleicht sogar unser Leben geben könnten. Was haben wir hier oben? Eine rote Kiste. Oh, das überlegen wir uns auf jeden Fall. Und hier den Shop. Im Shop, in dem wir die Bibel finden. Wenn wir die Bibel finden, dann aufheben. Dann kommen öfter die Reiter, soweit ich weiß. Heißt, auf der nächsten Ebene, wenn ich ihn jetzt aufsammeln würde, würde auf jeden Fall ein Reiter kommen. Was ich mir gerade überlegen muss, ob das praktisch ist. Wäre das praktisch, dann hätten wir einen Mietkopf, der mitschießen würde. Dafür natürlich kein anderes Item. Ja, komm, das ist praktisch. Heißt, wir sammeln es auf, benutzen das einmal und nehmen wieder den Dice mit, weil der einfach praktischer ist. Wie ich nicht oft genug erklären kann. Und ja, gehen zum Goldraum. Die Gegner hier sind natürlich auch kein Problem mehr, weil so gut wie alle fliegen und hundertprozentig freundlich gesandt sind. Und jetzt fehlt nur noch der da. Und dann ist auch dieser Raum schon geschafft. Und wir sind beim Goldraum, in dem wir wahrscheinlich ein Item neu würfeln müssen. Bekommen hier auch gleich eine Kiste mit zwei Trollbomben. Immer noch kein Item rausbekommen. Und Homing Bombs bringt uns rein gar nichts. Monstros Zahn. Spawnt Monster im Raum. Können wir hier nicht benutzen. Der von oben herabspringt und sehr viel Schaden macht. Auch ein praktisches Item, allerdings ja nicht. Also, es ist ein starkes Leertasten-Item. Nicht unbedingt praktisch, aber stark. Macht extrem viel Schaden an einem Gegner. Heißt, beim Boss ist es extrem praktisch, aber hier gerade. Ja. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Denn der Dice ist, wie gesagt, ultra praktisch. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Und die Gegner hier sind ultra nervig. Das kann ich auch, oh Gott, nicht oft genug erwähnen. Könntet ihr vielleicht sterben? Los, Rainbow Baby, verlangsam es. Na, hat nicht funktioniert. Okay, aber die kriegen... Ach, verdammt. Ich habe schon gedacht, wir erwischen zwei. Das sind zwei tot. Heißt, es fehlt nur noch der eine hier. Wir bekommen wieder Gegner. Und haben immer noch nicht drei Begleiter fliegen. Heißt, wir bräuchten noch ein Arcade haben hier in dieser Ebene. Aber soweit ich das sehe, keinen. So, der Gegner hier ist uns gar nicht gefährlich. Deswegen werden wir erstmal die Fliege, eine der einzigen noch gefährlichen Fliegen, zerstören. Und hier hinten dieses Ding. So, und ihr? Ja, ihr könnt nichts. So, sterbt. In der Mitte eine Kiste, an die wir nicht rankommen. Hier drüben ein Raum, in den wir einfach reingehen werden. Zwei rote Kisten, einmal Fliegen, einmal zwei Pillen. Pillen haben wir noch gar nicht genommen, aber wir haben das PID. Heißt, das ist auf jeden Fall gut. Tears up, das ist gut. Und Tears up. Zwei Tears up Pillen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir schießen schon extrem schnell, wie ich gerade gesehen habe. Ich wäre sehr erfreut, wenn eine Fliege den anderen springenden Mongo... Ja, ich habe Mongo gesagt. Oh Gott, was für ein böses Wort. Maudade, was für Wörter benutzt du in deinen Videos? Das geht ja mal gar nicht. Wir haben noch gar nicht den Supergeheimraum gefunden. Fällt mir da gerade auf. Ich kann auf jeden Fall zurück zum Goldraum und das Item neu würfeln. In der Hoffnung, dass wir etwas Besseres rausbekommen als ein Leertasten-Item. Können außerdem unser Leben wieder vollfüllen. Also alles schön und gut. Und bekommen dafür Blast Damage ab. Wäre mit dem Dr. Fetus Item natürlich wunderschön. Haben wir allerdings nichts. Nicht. Ich schaue gerade mal kurz, wie schnell wir schießen. Pillen lohnt sich auf jeden Fall. Heißt, dass wir
mehr McCage spielen werden. Noch mehr als zuvor. Ja, das geht. Oh. Naja, gut, du hast deine eigene Fliege kaputt gemacht. Dagegen sage ich mal rein gar nichts. Das macht mich ehrlich gesagt sogar froh. Und jetzt muss ich, haben wir wieder diesen Raum, wo wir den einen Gegner haben, der uns rein gar nichts kann. Weil Fliegen uns freundlich gesandt sind. Fliegen sind unsere Freunde, setz sie nicht gegen uns ein. Und ich sehe, wir haben überzogen. Oh Gott, wir schauen noch in einen Geheimraum, in dem wir eine Kiste finden, in der das ist ein Lives-Item drin ist, was wir nicht aufsammeln werden. Obwohl, wir haben den Katzenschwanz. Ja gut, wir hätten... Ja, nee, den Katzen... Also das lohnt sich nicht, das lohnt sich einfach nicht. Gut, dann werde ich jetzt im nächsten Part neu würfeln. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.